durch meinen Kanal erreichen mich ja immer jede Menge Rückmeldungen. Leute, die irgendwo was hören, vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht haben. Und eine dieser Sachen ist, die mich immer wieder erreicht, Tomaten nicht gießen. Habe ich mir gedacht, probier das doch mal aus. In diesem Video ein Vergleichsversuch, 16 Pflanzen, Tomaten im Freiland im Jahre 2019, wo es so enorm heiß war. Die Hälfte davon gegossen und die Hälfte nicht. Wird spannend, bleiben Sie mal dran. Weil selbst ausprobieren, das meine feste Überzeugung, ist immer noch die beste Variante. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuschem Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Selbst ausprobieren ist die beste Variante. Was in einigen Gegenden der Welt prima funktionieren mag, muss hier nicht funktionieren. Die Voraussetzungen sind überall unterschiedlich. Ich habe es versucht, 16 gleiche Pflanzen in einer Reihe. Und die Hälfte habe ich regelmäßig gegossen und vor allen Dingen auch gedüngt. Also da habe ich so diese so aufgelöste Rinderdung rangetan. Und wie sich diese Pflanzen gemacht haben, das sehen Sie jetzt in diesem Zusammenschnitt. So, den ersten Teil des Videos, den muss ich nachvertonen. Da hatte ich noch kein vernünftiges Mikrofon. Jedenfalls sehen Sie mich da vor meiner Reihe mit 16 Tomatenpflanzen stehen. Alle gleiche Pflanzen aus der gleichen Packung. Was ich Ihnen da verklickern will, ist die ersten 8 von mir aus gesehen. Die bekommen regelmäßig Wasser und die hinteren nicht. Da tue ich gar nichts dran. Die lasse ich einfach nur wachsen. Das ist ja eine Frage, wenn ich, lass sagen, 10 oder 15 oder 20% weniger Ertrag habe, habe aber damit eine Menge Arbeit gespart, weil ich kein Gießen muss oder sonst keine Arbeiten machen muss, dann ist das immer noch ein gutes Geschäft. Ich muss ja kein Geld damit verdienen. Es ist ja nur, dass ich meinen Spaß habe und meine Familie was zu essen hat. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das so zu machen, wie man das soll. Und es war auch wirklich heiß in diesem Jahr, kann ich Ihnen sagen. Zumindest den ersten Teil des Jahres war es gnadenlos heiß. Hab mein Möglichstes gegeben, da die Pflanzen immer schön mit Wasser zu versorgen und Dünger zu versorgen. Hab versucht, das Unkraut klein zu halten. Ja, man sieht, wie heiß es ist. Die ganze Mütze verschwitzt. Und ist auch gleichzeitig das Video, wo Sie am meisten sehen, wie jemand mit einer Kanne zum Regenwasser, zu einer Regenwassertonne läuft, die voll macht und dann mit dem Wasser an irgendwelche Pflanzen läuft und die gießt. Und sie wachsen doch prima, oder nicht? Und ich laufe und laufe und laufe. Sehen Sie einen Unterschied? Also ich bis jetzt noch nicht. Haben Sie gesehen? Hinten das Pferd? Nein, ist nicht meines. Ist vom Nachbarn. Und ich laufe mit meiner Kanne und laufe und laufe. Schauen Sie mal oben in die Infobox, was ich da sonst noch so verlinkt habe. Später habe ich dann nur noch zwischen die Pflanzen gegossen. Ich wollte also wirklich alles richtig machen. Ich kann Ihnen sagen, da geht eine Menge Wasser durch. Ja, sollen wir mal gucken gehen? Es sind Tomaten da, keine Frage. Das sieht schon mal gut aus. Das war eine extra Freilandsorte, also eine Sorte, wo Beistand für Freiland geeignet. Ja, und ich laufe wieder mit meiner Kanne und laufe und laufe. Und da sind wirklich viele Gänge mit Wasser zustande gekommen, das kann ich Ihnen sagen. Ist doch immer wieder faszinierend, wenn die Natur anspringt, was so eine Pflanze an Kraft auf den
auf den Teller legt und dann in die Höhe schießt. Wenn die Bedingungen passen, wenn das Wetter stimmt, die Temperaturen stimmen. Ich kann Ihnen sagen, Gärtnern ist eine tolle Geschichte. Wenn da nur nicht die viele Arbeit wäre. Ja, immer wieder. Das sind jetzt die aufgelösten Winterdunk-Pellets. Da habe ich so einen Eimer genommen, in die Tonne da gekippt, mit Wasser aufgefüllt und dann ein paar Tage stehen lassen, bis wir sich aufgelöst haben. Und dann habe ich das immer schön gemischt mit normalem Wasser. Was weiß ich, 1 zu 10. Einmal in der Woche. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Gärtnern ist eine tolle Geschichte. So, weiter geht's mit Originalton. Verliere ich zur Abwechslung in dem Video mal ein paar Live-Worte. Freilandtomaten gießen oder nicht gießen, düngen oder nicht düngen. Die hinteren 8, da habe ich gar nichts dran gemacht. Die habe ich einfach nur gepflanzt und wie die dann irgendwann so groß waren, haben sie ja gesehen, nichts mehr gemacht. Und die vorderen 8 habe ich hier regelmäßig gegossen. Ich habe sie einmal mit diesem aufgelösten Rinderdung gedüngt. Also wenn in diesem Video nicht, dann in einem anderen Video. Müsst ihr einfach mal meine Videos gucken. Wie sieht der Zwischenstand aus? Also ich würde sagen, die vorderen 8 so sind also maximal 10 cm höher als die hinteren. Also vom Höhenwachstum kaum ein Unterschied. Was ich aber meine, die sind etwas vom Fruchtansatz her etwas höher. Also hier, die sind teilweise schon in der vierten Rispe, wo sich Tomaten bilden. Da hinten 2, vielleicht gerade so in die dritte Rispe rein. Aber das ist nur so ein Zwischenstand. 1, 2, ah, da oben kommen welche. Das waren jetzt welche, die nicht gegossen waren. Und jetzt kommen welche, die gegossen waren. Vielleicht kann man das von der Warte aus besser sehen. Also die vorderen sind ein klein wenig größer. Hier. Verbrannt. Ich verweise auf mein Video Tomaten im Freiland anbauen, irgendwo da oben. Da bin ich auf die ganze Kultur eingegangen. Das sind jetzt die, die gewässert werden, also ziemlich regelmäßig. Und alles, was unten so pratsch in der Sonne hängt und ein bisschen reifer ist, verbrannt. Wobei kein Unterschied macht, ob gewässert oder nicht gewässert. Ich warte jetzt und warte jetzt und warte jetzt und verdammt nochmal, diese Dinger werden nicht roter. Sie werden nur weicher, aber nicht roter. Ich werde mir jetzt hier mal die Reihe vornehmen und mal ernten und dann schöne Tomatensoße, Tomaten einkochen als Soße. Lecker. Es sind aber auch so noch reichlich da dran, die noch einen Hitzeschaden haben, die man nicht verwerten möchte. Alle die unten nahe der Erde lagen und die Hitze abbekommen haben. Ich nehme nur das, wo ich wirklich sage, die sind reif. Alles, was noch ein bisschen hängen kann, bleibt hängen. Das ist wirklich, wirklich viel. Ich bin gerade am Ernten. Hier, Freilandtomaten, gibt es ja ein anderes Video zu. Und bei denen, die ich nicht gewässert habe und auch nicht gedüngt habe zwischendurch, sind die ersten dabei, die Blütenendfäule haben. Bei den Hintern, wo ich gelegentlich diesen Rinderdung reingetan habe, habe ich das nicht. Und dann gibt es 2 Pflanzen, die sind unterschiedlich. Da ist eine mittendrin, das ist eine ganz andere Sorte, das kann man schon sehen am Blattwerk und an der Tomate. Da ist dem ein Fehler unterlaufen. Und hier die vordere, die tut sich enorm schwer. Die wird wirklich nur gelb. Die ist ja zur gleichen Zeit gepflanzt worden, aber die wird wirklich nur gelb und gar nicht mehr. Nicht mal orange. Das ist vielleicht auch eine andere Sorte. Für den ersten Durchgang
ganz ordentlich was. Also geerntet habe ich ja schon jede Menge. Schauen Sie mal auf das entsprechende Video dazu, Freilandtomaten. Aber die vorderen, die wollte ich immer regelmäßig wässern und düngen. Nur wässern brauche ich im Moment nicht. Es hat wirklich mal ein bisschen geregnet. Aber ein bisschen was von dieser eingeweichten Kuhscheiße werde ich jetzt noch benutzen. Das war jetzt, weiß nicht, ich habe bestimmt nicht alle aufgenommen. Vierte Mal, so um den Dreh rum. Gießen oder nicht? 10. September. Ich laufe mal einmal entlang, können Sie selbst entscheiden. Also meines Erachtens nach sind die gegossenen ein wenig besser. So, bis hier. Jetzt kommen die nicht gegossenen. Haufen kleiner. Da unten auch. Und auch weniger. Du gehst raus, du auch. Im Schnelldurchgang. Das sind die gegossenen. Und jetzt kommen wir zu den ungegossenen. Kleiner, auch weniger, aber vor allen Dingen einen ganzen Tick kleiner. Nicht alle, aber die meisten davon. Übrigens, Tomaten im Freilandanbau, meine Erfahrung damit, oben in der Infobox, in dem Link, in dem Link und irgendwo habe ich auch noch einen Link reingepackt, wie sie Tomaten oder wie ich Tomaten vorziehe. Einfach mal nachsehen. Ihnen wird aufgefallen sein, klar, Sie kennen meine Videos. Zwischen der letzten Aufnahme und hier sind rund 6 Wochen vergangen, in denen hier überhaupt nichts passiert ist. Hey, spielt aber auch keine Rolle. Danach kam so, kurz danach kam der Regen und dann haben auch diese Pflanzen rapide abgebaut. Ja, das ist ja nur nichts mehr. Also ich gebe dazu, wenn ich dazu im Nachhinein betrachte, ein geringer Unterschied war da, sowohl im Wachstum als auch in der Menge der Tomaten dabei. Aber er war auch wiederum nicht so groß, als dass ich sagen würde, ja, die Dinger müssen sie unbedingt gießen. Also hat mich echt irritiert. Es kommt dieser Vorschlag kommt natürlich auch, wenn dann Leute sagen, im Gewächshaus nicht gießen. Also im Gewächshaus, wo der Boden gar nicht nass wird, nicht mal im Winter. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich also ziemlich sicher, weil dann habe ich 1,5 Meter tief knochentrockenen Boden, wenn ich da nicht gieße. Aber hier im Freiland, also man muss nicht. Jetzt sagen Sie mir doch, wie halten Sie das? Gießen Sie die oder lassen Sie bleiben? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Alles rein unten in die Kommentare. Würde mich freuen, lesen ja auch andere mit, die da auch Schlüsse draus ziehen können. Mir bleibt nur noch zu sagen, abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Mir fallen mit Sicherheit noch weitere Experimente ein. So, in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.